Einen schönen guten Abend und willkommen zu dieser Sendung. Es ist jetzt nach 11 Uhr abends. Wir sind unter uns und das sollten wir auch sein, wenn wir darüber reden, was die Jugend heute alles so tut. Unser Thema lautet: Keuschheit statt Porno, brauchen wir eine neue Sexualmoral. Später in der Sendung begrüße ich einen jungen Mann, der genau das fordert. Er ist 22, Katholik und hat keinen Sex vor der Ehe. Er findet das auch für alle anderen eigentlich einen ganz guten Weg. Außerdem ist dann Oswald Kolle bei uns und Wolfgang Büscher. Er kümmert sich um sexual verwahrloste Jugendliche unter anderem. Jetzt freue ich mich aber auf zwei Frauen, zwei unterschiedliche Generationen und vielleicht zwei ganz eigene Arten von sexueller Revolution. Wir wollen das herausfinden. Zu Gast sind Reyhan Shahin, alias Lady Bitch Ray. Sie ist 26, Rapperin, genauer gesagt Sexrapperin, sagen wir jetzt einfach mal. Guten Abend. Hi. Und Michaela May, muss man nicht lange vorstellen, TV-Kommissarin aus München. Und, das wissen vielleicht nicht alle, 1970 in München-Schwagingen gelebt als 18-Jährige. Und das wiederum ist etwas, von dem alle denken, das war das Zentrum der sexuellen Revolution von damals. Guten Abend, Frau May. War das? War es das? Also ich bin nicht in Schwabing aufgewachsen. Ich bin in Laim aufgewachsen, aber das ist am Rande ein bisschen. Die Zeit in München, nicht nur in München, die Zeit 70 war einfach die Zeit, in der man alle Tabus versucht hat zu brechen, ob das jetzt in der Studentenbewegung war, dass man einfach das Establishment angegriffen hat oder eben im Sexuellen die unter der Bettdecke stattfindende Sexualität unserer Eltern einfach aufgebrochen hat und überall Love offen auch sich geküsst hat, geknutscht hat, vor allen und möglichst auch provokativ. Mhm. Und eben wir sind damals mit weißen Spitzenkleidchen durchs Oktoberfest, was damals was ganz Antiquiertes war für uns, gelaufen, haben überall Blümchen verteilt und haben gesagt, Love and Peace. Und das war zur Zeit des Vietnamkriegs auch natürlich. Also wir waren sowohl politisch bewegt als auch politisch, eben aber auch moralisch versucht, Dinge aufzubrechen, anzusprechen. Und eben das, was man eben früher im Schlafzimmer unserer Eltern noch versteckt wurde, einfach offen zu sagen und aufzubrechen. Also es gibt ein Foto aus der Zeit, das haben wir vorher rausgesucht für die Sendung. Wir zeigen es jetzt mal auch, dass die Zuschauer es noch sehen. Ja, das ist so ein ganz leichtes, also Sie sehen das jetzt nicht in groß, aber wir sehen es in groß, mit so einem Schleier etwas bedeckt. War das für Sie persönlich auch eine wilde Zeit? Also ich war sehr spät entwickelt im Vergleich zu meinen Altersgenossinnen und habe durch den Film, ich war so ein lange konserviertes Kind, ich habe immer Kinder gespielt, ich war sehr dürr und wurde sehr spät körperlich entwickelt, bekam sehr spät Busen. Mhm. Und habe mich dann fast dafür geschämt, als es dann endlich mal kam. Aber ich habe eben auch durch die Dreherei sehr viel den Anschluss verloren mit meinesgleichen, eben der erste Freund, mhm. Mit den Klicken zum Eisessen und in die Disco zu gehen. Und so habe ich versucht, selber irgendwie mich an die Männer heranzupirschen, indem ich in Freizeitheim gegangen bin, ganz öffentliche. Mhm. Und da habe ich eine Band kennengelernt und habe mich dort verliebt dann in den Schlagzeuger und durfte dann mit denen ebenso als Groupie mitfahren. Und das war natürlich Sex so. Sex and Drugs and Rock and Roll. Das war damals dann für mich wirklich Revolution und es wurde wie wild in dem Bus geknutscht, wo wir immer die ganzen Equipments reingeladen haben und sind dort, ich bin mit denen mitgefahren. Und das waren auch die, mit denen ich dann rumgezogen bin und wir eben versucht haben, Liebe unter die Leute zu streuen. Das war kurz vor dem Outing von John Lennon und Yoko Ono in dem Sit-In, mhm. in dem Bett. Bed-In, ne? Die lagen Bed-In. Im Ladenbett. Ja. Und, genau. Ja. Die da strahlen die Augen, ich habe es gesehen. Ja, ja, weil das war so genau auf unserer Linie, das fanden wir ganz klasse dann. Ihre Töchter sind jetzt 19 und 25. Wissen Sie oder wissen Ihre Töchter, was Sex oder Pornorap ist? Was es ist, wissen Sie sicher. Und Sie? Ich bin jetzt kein großer Fan davon. Also ich kenne die Texte nur so, also was mal immer so rauskommt, dass eben Wörter gesagt werden wie Ficken oder Bumsen. Und das ist dann, wow, ja, ganz revolutionär. Mhm. Da kann ich nur sagen, das war zu unserer Zeit auch
auch nicht anders. Also wir schauen uns das mal an. Warum müssen Sie das erleben? Ich bin gespannt, ob Sie, wir haben natürlich einen Ausschnitt aus einem Video, das im Internet läuft von Lady Betray. Und wir für Sie zu Hause jetzt auch einmal etwas, was wir definitiv erst nach 23 Uhr zeigen. Ein Ausschnitt aus dem Song namens Du bist krank. Du kannst meine Spezialtherapie, Boy. Die Fellatiogenitaltherapie, Boy. Guck, was diese Zunge mit deiner Eichel macht. Guck dir meine Muschi an und streichel mal. Ich trag nix drunter, das macht dich affengeil. Endlich kommt wieder Leben in das schlaffe Teil. Du darfst alles, Junge, du darfst meine Titten grapschen. Ich tu alles, Junge, um dich wieder fett zu machen. Du hast... Und so weiter und so fort. Lady Betray, Bitch steht für Hure, Schlampe. Wie würden Sie es übersetzen für die, die des Englischen nicht so mächtig sind? Bitch ist Bitch, Bitch bedeutet Nutte, also. Und das ist okay, wenn Sie sich selber so nennen? Genau, man muss es natürlich im Rap-Kontext sehen. Vorher haben die Männer die Frauen als Bitch abgestempelt, jetzt nennen wir uns selber Bitch. Und das ist ein Fortschritt? Ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist eine Grammatikalisierung hat stattgefunden, die bitte... Es ist eine andere Bedeutung, also es ist nicht mehr negativ. Eine Bitch ist eine selbstbewusste Frau, die sich nimmt, was sie braucht. Okay. Und steht dafür, dass wenn die Möse juckt, man sich holt, was man braucht. Das Interessante ist, ich habe vorher eben diese Art von Rap, Porno-Rap gesehen, das sind es immer Männer, die in den Schritt von Frauen fassen. Jetzt machen es die Frauen selber, also dafür stehen Sie ja. Also ist viele Frauen machen es ja nicht, ich bin eigentlich so die Erste, die das macht. Gibt so ein, zwei, drei, vier gibt es schon. Ja, also jedenfalls Nena hat es doch schon in einer Sendung vorgeführt. Ja, aber Nena macht ja keinen Rap. Nina Hagen, Vorsicht, das war Club 2. Nina Hagen. Nena hat es, glaube ich, nicht gemacht. Nena war brav, aber. Also Punk macht sie ja und bei uns im Rap sind es halt nicht so viele Frauen. Und Sie könnten jetzt einfach auch über Liebe singen. Gibt's ja auch. Es gibt so im amerikanischen Rapper, die singen einfach über Liebe. Bei Ihnen kommt die Liebe gar nicht vor. Ist das komplett out? Nee, das hat nichts mit out zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass Rap einfach schon immer hart war. Ja, Rap ist ein Jargon der Straße, vermischt mit Umgangssprache, Jugendsprache. Und es ist einfach zurzeit so, dass die Leute sich so ausdrücken, wie auf der Straße gesprochen wird. Und ich als Sprachwissenschaftlerin weiß ja ganz genau, wovon ich spreche. Also meine Texte sind ja immer extremer als die von anderen Rappern. Ich benutze Vulgärsprache, gemischt mit Jugendsprache, Rapsprache. Und ja, rauskommen solche Texte. Aber wofür? Wozu? Wofür sind Sie Schauspielerin? Wozu? Kann man genauso fragen. Ja, also weil ich gerne spiele, weil ich gerne viele Leben lebe. Sprechen Sie gerne so, wie Sie singen? In manchen Kontexten ja. Und man muss wissen, ein Künstler muss man immer als Gesamtobjekt betrachten. Ja, es ist ja nicht so, dass Künstler, ich mache nicht nur Sex-Raps, ich habe auch Raps, wo es um die türkische Frau in Deutschland geht. Ich habe Raps, wo es um Probleme geht. Ja, ich habe einen Song an meinen Vater geschrieben. Ich habe eine ganze Spannbreite. Aber ich muss sagen, die Texte, die am beliebtesten sind, sind meine Sex-Lyrics. Das Interessante ist, es läuft ja vor allem im Internet. Ich habe mal jetzt eine Nacht lang gesurft und habe geguckt, was die Reaktionen so sind. Also natürlich sagen viele super geil und ganz toll. Aber es gibt auch Reaktionen wie, wieso drehst du nicht gleich ein Porno? Dafür bist du eher geeignet. Ja. Was du machst, ist keine Musik. Dazu muss ich sagen, also viele verwechseln das mit der Pornobranche, weil ich bin ja eine Person, wenn ich Pornos machen wollen würde, würde ich direkt in die Pornobranche gehen. Aber ich bin Künstlerin, ich mache Rap. Rap ist eine politische Ausdrucksform. Rap war schon immer krass. Rap ist vor allem Musik. Und ich finde es immer krass, dass die Gesellschaft immer Rap in die unterste Schublade schiebt. Die Gesellschaft, die Leute, die das also im Internet gucken, also ihre Fans. Ja. Also ich habe extra oder Feinde, geguckt. Ich habe ja nicht nur Fans. Ja, aber auch die Fans reagieren viel mehr auf letztlich ihren Ausschnitt, also die sagen alle super, toll, geil, ich würde mit dir gerne dies und das machen. Ja, ja. Also die reagieren auch nicht so sehr auf die Musik, sondern eher natürlich, und insofern frage ich mich, wo ist denn der Unterschied? Weil es gab auch eine Zeit lang im Netz ein Stück, wo sie im Prinzip sich selber befriedigt haben auch. Wo ist der Unterschied zu Dolly Buster? Dolly Buster macht keinen Rap und Dolly Buster steht nicht für Emanzipation und für eine übertriebene Art von Weiblichkeit. Weil bis jetzt war das ja so, dass die männlichen Rapper ihre übertriebene Männlichkeit, ja, ihren harten Schwanz, die Bitches um sie herum, das Ganze idealisiert haben. Und es gab ja nie eine Frau, die sowas gemacht hat, ja, die einfach eine krasse Sprache benutzt hat und gesagt hat, ey, meine Fotze juckt, das, was ich mache, ist Vagina-Style. Und das steht für die neue Art von Emanzipation, wir machen, was wir wollen. Okay. Das gab's ja vorher nicht.
Das ist der erste Unterschied. Und zu dem anderen, was Sie angesprochen haben, ich nenne das immer Fotzenbonus. Natürlich hören nicht alle meine Musik und manche finden nur meine Titten geil oder meinen Arsch. Ja. Die nehme ich natürlich mit. Mir ist es egal. Die können einerseits meine Raps geil finden, dann können sie mich als Frau geil finden, weil sie meine Titten oder meinen Arsch gut finden. Oder sie können mich als Linguistin, als Wissenschaftlerin